Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Stefan und heute soll es mal ums Fotografieren bei schlechtem Wetter gehen, denn auch da kann man richtig geile Bilder machen. Viel Spaß! Ich bin jetzt hier gerade an der Siegessäule in Berlin und eigentlich wollten wir coole Langzeitbelichtung machen. Allerdings macht uns das Wetter einen gehörigen Strich durch die Rechnung und es ist alles zugezogen. Der Himmel ist komplett grau, eigentlich nur noch eine einheitliche Suppe. Also man kann eigentlich normalerweise keine guten Bilder mehr machen. Aber ich zeige jetzt mal, wie man auch bei schlechtem Wetter richtig gute Bilder machen kann. Denn ich habe jetzt zum Beispiel im Hinterkopf, dass ich das ganze Foto einfach mal auf Schwarz-Weiß trimmen kann später in der Bildbearbeitung. Und dann spielen zum Beispiel Farben keine Rolle mehr, die jetzt eigentlich richtig ekelhaft aussehen. Ich habe jetzt mal einen Standpunkt gewählt, den relativ viele Berliner zumindest kennen sollten. Und zwar ist das die Unterführung vor der Siegessäule. Und jetzt blicken wir quasi die Treppe hinauf auf die Siegessäule. Und dadurch ergeben sich coole Linien, die den Betrachter des Bildes so ein bisschen lenken sollen auf das Hauptmotiv, nämlich auf die Siegessäule. Du siehst jetzt hier durch meinen Sucher mal hindurch, dass wir hier die Treppe hinauf gucken. Wir haben die Geländer, die auch nochmal coole Linien ergeben. Und wir haben sogar ganz oben diese Kanten links und rechts, die auch nochmal von oben nach unten auf das Bild zeigen. Also coole Komposition auf jeden Fall, die das Bild wesentlich interessanter machen. Ich habe jetzt mal ein paar Testbilder gemacht und man sieht zum Beispiel im Himmel, dass man relativ wenig Details hat. Normalerweise möchte man in dem Himmel ja immer viele Strukturen haben, damit es möglichst spannend aussieht. Aber ich denke, dass es in manchen Bildern auch cool ist, wenn man einfach mal gar keine Details sieht, weil man so weniger abgelenkt wird vom Hauptmotiv. Auch hier ist wieder wirklich der Fokus nur auf die Siegessäule gerichtet und man wird von nichts anderem abgelenkt. Drumherum ist komplette Ruhe und so kann man auch das zum Vorteil nutzen. Du siehst jetzt hier beim Histogramm, dass sowohl links als auch rechts nicht das Ende berührt wird. Das heißt, wir haben überall Details im Bild. Es ist auch einfach wirklich nicht kontrastreich, das Foto. Aber das können wir dann später in der Nachbearbeitung noch wieder rausholen. Zwei ganz kurze Quick-Tipps möchte ich euch noch geben. Zum einen nutzt Handschuhe. Ich habe hier Handschuhe, die erstens sehr gut passen von der Form her. Ich kann also wirklich komplett die Kamera damit bedienen. Und zum anderen sind das Handschuhe, womit man auch Touch-Displays bedienen kann, also wie zum Beispiel das Smartphone. Und zum anderen nutzt auch eure Gegenlichtblende, auch bei schlechtem Wetter, denn immerhin schützt sie auch vor Wassertropfen oder vor Schnee. Das war's mit diesem Video. Es wird jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Schneeregen hier und deswegen brechen wir an dieser Stelle mal ab. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, kommentier hier unten. Das Feedback in den letzten Videos war wirklich überragend. Danke dafür. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn du noch nicht getan hast, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.